Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Guild Wars Video, Guild Wars 2 Video. Und heute, ich habe mir einen neuen Waldläufer erschaffen. Hier ist er. Ein bisschen klein. Er ist ein Asura, wie ihr seht. Und die Idee meiner Videos, die jetzt kommt, ist tatsächlich, euch zu zeigen, wo gibt's denn welches Tierchen für den Asura, für den Waldläufer. Ich zeige euch deswegen Videos, weil ich glaube, dass es immer wieder am einfachsten ist. Und wir beginnen mit dem jungen Flusslindwurm. Wie ihr seht, hier sind jede Menge. Und jetzt verrate ich euch auch, wo wir sind. Wir sind hier in den Genderan-Feldern, Level 25 bis 35 Gebiet. Und es ist auch tatsächlich von Löwenstein heraus nicht sehr weit. Einfach hier rechts rüber und dann befinden wir uns hier. Und ich schalte mal ganz kurz die. Also, es ist tatsächlich ein neuer Charakter, wie ihr seht. Es ist der Steinfischstrand, so heißt die Sehenswürdigkeit. Jetzt wird sich wahrscheinlich jeder fragen, warum kämpft der mit dem Bogen? Nicht mit dem Bogen. Liegt daran, dass ich noch ein paar Kills brauche für Axt und Fackel. Bogen, sowohl Kurz- als auch Langbogen habe ich durch. Folgende Empfehlung für alle, die tatsächlich zum allerersten Mal vielleicht einen Waldläufer spielen, ist beim Zähmen vorher das Pad auf Kampf vermeiden einstellen. Denn wenn man es zähmt, könnte es sonst passieren. Also früher ist es passiert, heute passiert es nicht mehr. Anscheinend hat sich da was geändert. Ihr seht, ich habe schon ewig keinen Waldläufer mehr gespielt. Also das war's schon. Sehr einfach. Und da ist er, der Flusslindwurm. Und wie ihr seht, ich habe tatsächlich, das ist den ich mir am Anfang rausgesucht habe, den jungen Rosa Moa. Und ansonsten habe ich noch den Flusslindwurm. Mehr habe ich derzeit tatsächlich noch nicht freigeschaltet. Also das ist sozusagen das erste Pet, das ich mir jetzt rausgesucht habe nach der Erschaffung des Charakters. Er ist trotzdem schon Stufe 80, weil einfach genügend Folianten und diese Geburtstagsgedönsüberraschungen da waren. Ja, also das ist der junge Flusslindwurm. Ich zeige euch nochmal auf der Karte, wo es ist. Also wie schon gesagt, Genderanfelder einfach in Löwenstein im Norden rausgehen, vorbei an der Wegmarke Füllhornfelder. Wenn ihr die schon habt, könnt ihr direkt dort starten und dann einfach rechts rüber zu dem Steinfisch. Strand. Und dort gibt es einige von den jungen Flusslindwürmern, wie ihr seht. Also da hinten stehen noch mindestens zwei weitere. Ihr müsst also zwei, drei Flusslindwürmer bekämpfen. Manchmal hat man Glück, wenn man findet direkt hier einen. Da ist er schon wieder gespawnt. Ne? Also doch relativ einfach zu finden, nicht weit weg. Und dann hättet ihr euer erstes Pet in der Schublade. Weitere Pets folgen dann in den nächsten Videos. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao, ciao. Abo nicht vergessen.